Batman versus Superman. Das ist irgendwie eine Frage, die es gibt, solange es Batman und Superman gibt. Wer wird gewinnen? Wer wird den Kampf überleben? Die Frage ist natürlich ganz, ganz einfach, wer im Kampf von Batman und Superman siegreich hervorgeht. Deadpool. Die Antwort ist immer Deadpool. Nein, in dem Fall ist die Antwort natürlich DC bzw. Warner Brothers, weil die haben aus Batman und Superman einen Film gemacht, mit Henry Cavill wieder als Superman und Ben Affleck als Batman. Das Ganze hat irgendwie relativ viel Kritik hervorgerufen, wie sie die Casting-Choice von Ben Affleck bekannt gegeben haben. Aber ich glaube, im Endeffekt waren dann einige doch sehr zufrieden mit seiner Performance. Ich kann mich da noch nicht unbedingt anhängen, weil gesehen habe ich den Film noch nicht. Wir schauen uns dafür jetzt aber die limitierte Figur-Edition an, die Warner veröffentlicht hat. Da gibt es ja im deutschsprachigen Raum zwei Stück. Eine logischerweise mit Batman, eine logischerweise mit Superman. Apropos logischerweise, diese Batman-Figur ist kein Spielzeug. Was auch immer das heißt, ich hätte sie jetzt nicht als Frisbee-Scheibe in der Gegend herumgeworfen. Aber es gibt eine Batman-Figur, eine Superman-Figur. Für mich war es in dem Fall aber ganz, ganz klar, welche der beiden Figuren ich mir hole. Die Superman-Figur habe ich ja eigentlich schon mit der Figur-Edition von Man of Steel bekommen. Deswegen wollte ich, damit ich auch Batman als Figur im Regal habe, eben hier den Batman haben. Was ich sehr, sehr cool finde bei Warner ist, dass sie sich da bei solchen Figureditionen dann schon auch Gedanken über die eigentliche Filmverpackung machen und hier im Fall von Batman vs. Superman ein wirklich cooles Digibook anbieten, beziehungsweise ein Mediabook, wie wir sagen würden, halt in Blu-ray-Größe mit Wonder Woman hinten drauf und vorne einem 3D-Lenticular, wo wir aber eigentlich jetzt nicht wirklich ein klassisches 3D-Bild haben, sondern eben einmal Batman, einmal Superman abwechseln. Gefällt mir aber relativ gut. Dann haben wir im Inneren einerseits die 3D-Blu-ray von Batman vs. Superman, die nur in 3D abspielbar ist dieses Mal. Nicht in 2D auch noch abspielbar, das macht aber nichts, weil die 2D-Version ist natürlich einfach auf der anderen Seite von diesem Digibook drinnen. Sowohl die Ultimate Edition nehme ich an, als auch die Kinofassung werden da in 3D präsentiert und in 2D präsentiert. In 3D gibt es leider wie gewohnt nur die Kinofassung. Dann gibt es im Inneren von dem Booklet, das 64 Seiten umfasst, eigentlich nur, ja eigentlich ist es Werbung, wenn wir es genau nehmen, weil es sind Auszüge aus dem Buch Batman vs. Superman Dawn of Justice, The Art of the Film. Also quasi aus dem Artbook von dem Film gibt es hier einige Auszüge. Kann man natürlich so sehen, dass es einfach nur Werbung für das Buch darstellen soll, kann man sich aber natürlich als Fan vom Film bzw. als Fan von Batman und Superman auch freuen, dass man hier ein paar Auszüge aus dem Artbook bekommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich finde Artbooks ja eigentlich herzlich unnötig und habe keine in meiner Sammlung. Diese Auszüge hier im Buchteil vom Digibook, die kann man aber nebenbei gerne einmal durchblättern, auch wenn es jetzt für mich ein bisschen schwer ist, das Ganze zu halten. Aber natürlich, ja, aus diesem Buch stammen diese Bilder, Werbung, Werbung, Werbung. Das war jetzt die eigentliche Filmverpackung, Ultimate Edition im Digibook, gibt ja natürlich auch Steelbooks und so weiter von dem Film, aber jetzt kommen wir zur eigentlichen Figur. Da liegt hier übrigens noch ein kleiner Flyer mit Hinweisen, was man mit der Figur machen soll. Also man soll sie zusammenstecken und dann nicht damit spielen. Ah, echt? Außerdem finde ich sehr spannend, Do Not Move. Echt? Und dann, die Figur ist offensichtlich erst ab 14 Jahren geeignet. Ich weiß nicht, was diese Figur für eine böse Geste machen muss dafür, dass man 14 Jahre alt sein muss, dass man die Figur verwenden darf.
Immerhin der komplette Film, das darf man nicht vergessen, also du bist 13 Jahre alt, du bist alt genug, um den Film zu sehen, aber nicht alt genug, um dir die Sammlerfigur ins Regal zu stellen. Das ist auch wiederum eine Logik, wie ich sie mir ehrlich gesagt nicht wirklich erklären kann. Habe diesmal, wie ihr seht, die Figur selbst noch überhaupt nicht gesehen, habe ganz darauf vergessen sogar, sie auszupacken, habe deswegen noch den Kleber drumherum, macht ja nichts. Schauen wir rein. Gehen wir da mal ein bisschen was auf die Seite. Wieder schauen, Bolo. Ach ja, das ist ja, eigentlich wäre das ja ein tolles Lied für den Soundtrack von Shoot Fighter. Könnte man die deutschen Schlagerstars fragen, ob jemand vielleicht einsingen will. Ich bin Bolo, ich bin Bolo. Okay, hör schon auf. Damit haben wir einerseits einmal den Sockel von dieser Figur. Und da muss ich wirklich sagen, schade, dass ich jetzt keine Waage hier zur Hand habe. Und daher nur quasi eine vage Vermutung anstellen kann. Aber dieses Teil sieht erstens saugeil aus und ist zweitens auch wirklich sauschwer. Das ist echt hochwertig, das taugt mir sehr. Damit können wir zu Batman an sich kommen, der hier eben so gemacht wurde, dass man ihn hier in den Sockel hineinstellen und stecken kann. Und ihn dann aber nicht mehr bewegen darf. Jetzt muss ich sagen, ich bin ja schon fast Anarchist, wenn ich das quasi dann mache, dass ich ihn dann, ich stecke ihn da jetzt ehrlich gesagt nicht rein, weil dann tue ich mir vielleicht schwer, das Ganze nachher wieder zu verpacken. Zeige ich euch den Batman einfach so. Ist eine meines Erachtens nach wirklich hochwertige und gut gearbeitete Figur. Ist wirklich schwer. Macht einen wirklich stabilen Eindruck, ist halt, was die Bemalung betrifft, nicht so präzise wie einige andere Figuren. Da habe ich schon Besseres gesehen und erlebt. Vor allem hätte man natürlich den Mantel, den Umhang, das Cape, hätte man natürlich aus einem anderen Material und etwas beweglich machen können. Sieht aber, finde ich, trotzdem relativ und recht gut aus. Hier vor allem die Bat-Cow taugt mir, der Blick von Batman taugt mir. Also das Ganze sieht, finde ich, eigentlich schon ziemlich, ziemlich cool aus. Kann man echt zufrieden sein als Sammler, kann man nämlich eben auch wirklich finden, dass das Ganze von der Größe her ansprechend ist, aber eben auch wirklich von der Umsetzung, von der Verarbeitungsqualität. Ich bin leider, muss ich gestehen, ein ganz, ganz, ganz furchtbar schlechter Schätzer und kann deswegen überhaupt nicht abschätzen, wie schwer dieses Teil ist. Aber ich kann es nur so sagen, es ist meines Erachtens nach das Material, das Warner für seine Figuren immer verwendet. Also falls ihr von Warner schon Figuren habt, beispielsweise von Mad Max Fury Road oder von Man of Steel oder von Godzilla oder von 300. Diese Geschichten dürften, glaube ich, alle aus demselben Material sein. Die Figur ist auf jeden Fall von MM gemacht. Eminem quasi, haha. Aber bin ich sehr, sehr happy mit dem Set. Finde ich, ist jetzt auch für diesen Aktionspreis von um die 80 Euro eine gelungene Investition, kann ich mich drüber nicht beschweren. Und bei Warner ist es ja mittlerweile echt so, dass selbst ich als jemand, der alle Limited Editions und Special Editions haben muss, nichts mehr zum Standard- bzw. Startpreis kauft, weil ich einfach weiß, es wird sowieso alles irgendwann im Preis sinken.